ich bin Harm Osmers. Ich pfeife für den SV Baden und seitdem ich 5 Jahre alt bin, bin ich dort Mitglied. Also samstags nachmittags 15.30 Uhr Bundesliga, volles Stadion. Klar, da ist natürlich Stimmung, da bin ich voll gefordert. Und dann der Kontrast, vielleicht Sonntagmorgen 9 Uhr zu Hause, Frühstück, 2 Kinder. Ganz andere Herausforderungen und irgendwie ein ganz anderes Setting. Dennoch, also der Schritt in die Bundesliga, klar, das war mein Traum. Ja, ich habe bis zur A-Jugend selber Fußball gespielt und dann ging es darum, dass wir in die Bezirksliga aufsteigen. Und dann habe ich ein Foulspiel gemacht, das war jetzt aber eher so auf der Grenze zur Notbremse. Es war jetzt kein brutales Foulspiel. Früher haben ja irgendwelche Eltern oder Co-Trainer immer die Spiele gepfiffen und das fand ich immer nicht so toll, weil die Leistung war dann irgendwie immer so ein bisschen beeinflusst dadurch. Ich fand das immer cool, als wir neutrale Schiedsrichter hatten. Und das war für mich dann auch eine Motivation zu sagen, ich mache auch einen Schiri-Schein, weil ich halt auch der Meinung bin, für ein gutes Fußballspiel braucht man auch einen guten Schiedsrichter. Also das erste Herrenspiel, woran ich mich erinnern kann, das war 4. Kreisklasse. Also ich bin unterste Liga wirklich gestartet. Sonntag, 12 Uhr, Dauerregen, war im November. Das war halt brutaler Fußball, würde ich mal sagen. 10 Zuschauer und ging halt auch gut zur Sache. Hat aber auch Spaß gemacht und ich war am Ende, als ich das Spiel beendet habe, irgendwie auch stolz. Schönster Moment war Saisoneröffnung. 2019, 2020. Die Saison zu eröffnen ist einfach mega, mega Event. Wird überall geschaut. Hat mich auch stolz gemacht, die Saison zu beginnen. Vorbilder im Schiedsrichterbereich nicht, aber im Leben sicherlich. Also ich lese oder ich schaue gerne gesellschaftliche, politische Themen mir an und finde das gut, wie gerade Politiker oder auch andere wichtige Entscheider teilweise mutig und wie stark die vorangehen, ja. Meine wichtigste Botschaft an alle Schiedsrichter ist eigentlich dabei bleiben, vor allem den Spaß nicht verlieren. Wenn ich einen Fehler mache, kommt das drauf an. Wenn das jetzt, sag ich mal, ein Einwurf an der Mittellinie ist, okay. Wenn das ein Elfmeter ist oder eine rote Karte und die ist falsch, also so spielentscheidende Dinge, bin da auch streng zu mir und auch am Ende brutal ehrlich. Also als Promi fühle ich mich nicht. Am Ende ganz normaler Mensch. Will am Ende ein gutes Fußballspiel sehen, gutes Fußballspiel leiten und meinen Job machen. Ich sag mal, der eine geht morgens zur Arbeit, wir fahren halt zum Bundesliga-Stadion und machen da unsere Arbeit. Wenn man daran, glaube ich, immer denken würde, dass jetzt gerade in 200 Ländern der Welt dieses Spiel geschaut wird, ich glaube, dann kriegst du irgendwann dann wirst du leicht durcheinander kommen. Zum Abschalten gucke ich gerne Goodbye Deutschland. Finde ich unterhaltsam, finde ich ganz lustig. Das ist einfach so, wo ich mich auf dem Sofa setzen kann und ein bisschen mal anderen Input bekomme. Mein Lieblingsessen, das ist ein Getränk. Ich mache mir gerne mit Obst und Gemüse in so einem Safter Gemüse- oder Obstsaft. Ich bin leidenschaftlicher Schiedsrichter, weil jedes Spiel eine neue Herausforderung ist und ich Herausforderungen liebe.